Weiter geht's mit Let's Play Risen. Mein Name ist Giant1000 und wir sind hier immer noch mit Vasili unterwegs und suchen immer noch eins der namenlosen Gräber. Und wir sind auch schon ziemlich nah bei diesem Grab. Wir müssen nur noch hier einmal hinuntergehen zu diesem Lagerfeuer und schauen natürlich auch, ob wir die Truhe schon durchsucht haben. Nein, haben wir noch nicht. Darin befinden sich 95 Goldstücke, eine Mana-Pflanze und 2 Obsidian-Stücke. Dann pflücken wir natürlich auch noch die Beere, müsste das sein, die daneben wächst. Genau. Und die Heilpflanze. Können wir jetzt rohes Fleisch eigentlich braten? Ja, 13 Stück können wir braten und 23 rohe Beulen und auch ein paar Heringe, wie ich gesehen habe. Sieht richtig lecker aus. Riecht schon mal. So, und zu guter Letzt Bratheringe. So, Dale, dann gehen wir mal mit Vasili da hinunter. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, wir sind gleich beim Grab. Wir gehen einfach jetzt mal hier entlang. Und hier sehen wir es auch schon. Das Grab des namenlosen Piraten. Graben wir mal. Hier ist was vergraben. Ah, da befindet sich eine Schatztruhe. Die wollen wir natürlich mal öffnen. Was befindet sich denn darin? Aha, ein Brief von Kapitän Stahlbart. Und 400 Goldmünzen. Schauen wir mal, was Vasili dazu sagt. Wonach du gesucht hast. Sehr gut. Dann sind wir unserem Schatz einen Riesenschritt näher gekommen. Was heißt hier unserem Schatz? Für mich ist noch nicht klar, wer sich den Schatz am Ende teilen wird, Freundchen. Ja, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen, glaub mir. Wie auch immer. Mein Job hier ist ja wohl erledigt. Ich gehe da mal. Wir sehen uns. Okay, Vasili verlässt die Gruppe und schauen wir mal, ob wir dieses Schriftstück lesen können, diesen Brief von Stahlbart. Also, die Meuterer 5. Auf den Gräbern stehen nun Kreuze, die die Namen der Meuterer tragen. Nur das eine Grab trägt den Namen eines alten Säufers, den Korgan in Aschandor einmal ausgeraubt hatte. Ob er heute auch noch so stolz darauf wäre, ich werde es nie erfahren. Tja, in gewisserlei Hinsicht ist das vielleicht ein Hinweis. Wir werden ja sehen, wir haben ja noch keine anderen Schätze von ihm gefunden, das war ja der erste. Aber natürlich wollen wir mehr Schätze finden, dementsprechend teleportieren wir uns jetzt mal zur Hafenstadt. Genau hier haben wir den Teleportstein. Tja, der braucht diesmal ganz schön lang zum Laden. Ah, endlich angekommen. Pflücken wir gleich hier die Beere. Und wenn wir schon in der Hafenstadt sind, dann können wir auch gleich zum Schmied gehen. Wir haben ja auch noch 10 Lernpunkte. Genau hier, 10 Lernpunkte. Und die wollen wir natürlich für Stärke ausgeben. Und ich schaue mal, ob uns der Schmied hier auch Stärke beibringen kann und das Spiel ruckelt. Okay, jetzt nicht mehr, zum Glück. Ich starte mir schnell eine Neuaufnahme, damit es nicht asynchron wird. Okay. Ist das der Schmied? Ja, Walter. Aber der verkauft uns ja die Sachen nicht, dann müssen wir drinnen mit seinem Boss reden, der da gerade vor seiner Truhe hockt. Zeig uns mal, was du hast. Gut, wie gesagt, wir sollten zuerst einmal unsere Lernpunkte für Stärke ausgeben. Also reden wir doch zuerst mit Walter und fragen ihn, kannst du uns was beibringen? Ja, okay, er kann uns Stärke beibringen. Ich will stärker werden. Gut so. Und nochmal +5. Ich will stärker werden. Weiter so. Jetzt müssen alle unsere Lernpunkte weg sein.
sehen wir nochmal nach. Genau, 0 Lernpunkte. Ja, dann haben wir ja jetzt 33 Punkte Stärke und schauen mal, ob wir vielleicht eine Waffe, eine... Ja, die Waffe hier hat mehr Schaden als unsere, allerdings ist sie zweihändig. Dementsprechend bleibe ich momentan lieber bei unserem Entermesser und schau, was Alvaro sonst so für Waren hat. Zeig also mal, was du hast. Für Schwerter. Na, Zweihänder, das braucht man wie gesagt nicht. Bastardschwert auch nicht. Das braucht Geschicklichkeit. Das edle Schwert, das hat 35 Klingenschaden und unser Entermesser hat nur 25. Das kaufen wir dann natürlich, dieses edle Schwert. Und was verkaufen wir ihm dafür? Am besten unsere alte Machete. Das Jagdmesser. Rostiges Schwert. Rostigen Zweihänder. Und diesen kleinen Schild. Die Arbeiterkleidung will ich behalten. Das ist ein Andenken an unsere alte Zeiten im Banditenlager. Was können wir noch verkaufen? Unverkäuflich. Dadurch bekommen wir Weisheit. Wir könnten sie ihm theoretisch verkaufen, wenn wir kein Magier sind, aber ich möchte die jetzt doch noch aufheben. Also die Knochen können wir ihm auf jeden Fall mal geben. Schalen des Nautilus. Die behalte ich, weil wir lernen vielleicht auch noch Spruchrollen zu schreiben. Also, was heißt vielleicht? Ich werde höchstwahrscheinlich lernen, Spruchrollen zu schreiben. Und da werden wir die Schalen des Nautilus brauchen. Für was werdet ihr dann schon noch sehen? Flügelstaub finden wir dann, glaube ich, noch mehr als genug bis dahin. Zähne auch. Stacheln sowieso bei den ganzen Stachelratten. Und die Wolfsfelle. Die können wir noch öffnen, die Muschel. Gut, dann handeln wir mal mit dem hier. Und rüsten mal das Schwert aus, das wir gerade gekauft haben. Ja, und ihr seht, 35 Klingenschaden, nicht mehr lausige 25. Und jetzt öffnen wir natürlich diese Muschel, die wir gesehen haben. Und schauen. Nichts zu holen. Keine Perle drin, schade. Okay, dann halt nicht. Aber ihr seht, wir haben jetzt eine bessere Waffe, wie ich schon erwähnt habe. Und mit der werden wir natürlich auch mehr Schaden gegen die Viecher da draußen anrichten. Beziehungsweise auch gegen Menschen. Aber ich hoffe, wir müssen nicht zu häufig gegen Menschen kämpfen. Denn in diesem Kapitel, glaube ich, sogar noch bei einer der Kristallscheiben kommen ganz spezielle Gegner vor. Gegner, die es eigentlich... die eigentlich sehr urzeitlich aussehen. Aber, wie gesagt, ich möchte nicht spoilern. Seid gespannt, um welche Gegner es sich handelt. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja schon und habt es selbst durchgespielt. Dann dürfte es für euch eigentlich keine Überraschung mehr sein. Aber, okay, wir sind noch nicht so weit und suchen jetzt einmal hier nach einem weiteren Grab von Romanov. Ah, von Stahlbart, nicht Romanov. Romanov ist der, für den wir arbeiten, solltet ihr es vergessen haben. Und das Grab ist eher weniger spektakulär versteckt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo es ist. Aber hier in der Gegend müsste es sein. Fahren wir mal ein bisschen da hinauf. Okay, ein Seegeier. Da können wir gleich unsere neue Waffe testen. Weich nicht aus, du blödes Vieh. Stirb. Ja, jetzt fällt er natürlich davor noch runter. Aber wir sehen hier das Grab des namenlosen Diebes und schauen, ob sich da drin auch eine dieser Schatztruhen befindet. Ist was vergraben. Und wer hätte das gedacht? Da ist auch eine Truhe drin. Und was haben wir da drin? 200 Gold nur, aber dafür noch eine Halskette dazu. Und wieder ein Kapitel von Stahl... Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ein Brief von Kapitän Stahlbart. Nicht ein Kapitän von Brief Stahlbart. Das haben wir schon gelesen. Hier, die Meuterer 3 ist es diesmal. Und
Damit sich auch in Zukunft niemand an meinem Gold zu schaffen machen kann, stellte ich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten, der versucht, meine Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen. Dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Tja, da hat er wohl Pech, der Barnabas. Aber wie gesagt, wir werden vielleicht auch noch zu diesem Thron kommen. Und hoffen wir, dass wir nicht denselben Tod erleiden wie Barnabas. Pflücken wir jetzt hier mal ein paar Beeren. Und schauen uns ja allgemein mal ein bisschen besser um. Am Strand, glaube ich, habe ich mich da hinten schon umgesehen. Da gibt es nämlich auch ein paar Beeren, soweit ich mich erinnere, beziehungsweise Pflanzen. Oder? Ne, da irre ich mich. Schade, schade, hab gedacht, da gibt es ein paar Pflanzen. Aber vielleicht finden wir ein paar Muscheln, schauen wir mal. Ja, zwei liegen hier. Und sonst... Ah, das kann ich euch jetzt direkt zeigen, wenn ich hier am Wasser bin. Ein kleines Kammern... Special nennen anwesen. Wenn wir nämlich zu weit rausgehen, kommt dieser riesige Wurm hier. Und seht selbst, was er jetzt mit uns macht. Er spült uns wieder hier an Land an. Ja, das ist etwas Besonderes hier in Wilson. Das muss man euch natürlich gezeigt haben. So, und ich würde sagen, nach den restlichen namenlosen Gräbern suchen wir im nächsten Part. Wir haben ja jetzt in diesem Part schon zwei gefunden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.